Gestern haben wir es alle erfahren, Cristiano Ronaldo wurde positiv auf Corona getestet. Natürlich an erster Stelle würde ich sagen, gute Besserung, also beziehungsweise, dass es nicht überhaupt erst bei ihm ausbricht, wäre schön, wenn er milde bis keine Symptome hat und schnell wieder ganz gesund ist und negativ getestet wird. Das wünsche ich ihm. Ich hoffe, wir müssen uns auch keine allzu großen Sorgen machen. Wir alle wissen ja, dass das Virus eher gefährlich für ältere Leute ist. Für junge und sehr trainierte Leute wie Cristiano Ronaldo sollte es hoffentlich sehr mild verlaufen. Natürlich gibt es dafür keine Garantie. Manchmal trifft es auch junge Menschen sehr, sehr hart. Aber hoffen wir bei Cristiano Ronaldo, dass es nicht so ist. Aber wie geht es ihm denn aktuell nach dieser Diagnose? Was macht er überhaupt? Er ist noch im Hotel von Portugal. Dort ist ein Foto von ihm entstanden, wo er den Daumen nach oben reckt. Er lacht und auch Chiellini hat gesprochen, hat gesagt, wie es Ronaldo geht, hat er verraten, sein Kollege von Juventus Turin. Chiellini sagte folgendes: Ich habe mit Cristiano gesprochen, ihm geht es gut. Er hat mir erzählt, dass sich ein bisschen sonnt. Ja, klingt so, als hätte Ronaldo kaum bis keine Symptome und dass es ihm gut geht. Vielleicht wird es ja bei ihm gar nicht überhaupt erst ausbrechen, sodass er nichts davon merkt. Das würde ich ihm natürlich sehr wünschen. Ja, sportlich gesehen wird er jetzt natürlich das Spiel gegen Schweden verpassen und mal gucken, wie lange er dann ausfällt und nicht mitspielen kann bei Juventus Turin. Da bin ich nochmal gespannt, wie lange es dann braucht, bis er dann wieder negativ getestet wird. Und ich denke leider, dass uns das jetzt noch verfolgen wird. Das jetzt für die gesamte weitere Hinrunde wird es noch ein Riesenthema werden, wer wann wie wo Corona bekommt von den Spielern und dann einer Mannschaft fehlt. Wir hatten es mit Neapel, die konnten nicht mal antreten, eine kuriose Szene. Neapel kam nicht, durfte nicht abfliegen, Juventus Turin war im Stadion, beziehungsweise ja, wurde so getan, als ob gespielt wurde. Oh, welch Wunder, Neapel kam nicht und dann wird das Spiel, anscheinend wird es 3-0 für Juve gewertet. Ich bin mir nicht sicher, wenn es da was Neues gibt, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich was nicht mitbekommen habe, ob da jetzt eigentlich schon eine Klarheit da ist. Ja, für Ronaldo, wie gesagt, wünsche ich, dass er bald wieder negativ getestet wird und natürlich auch allen anderen, die positiv getestet werden, wünsche ich einen ganz milden bis keinen Verlauf. Und ja, eure Meinung in die Kommentare, liebe Freunde. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.